Nicht genug, dass Facebook alles über uns weiß. Es scheint nun auch noch Einfluss auf unsere Stimmung und Meinung zu haben. Das ist Felix, ich bin Horst. Und das sind die Was geht ab Shorts. Dass Emotionen ansteckend sind, ist bei Psychologen schon länger bekannt. So verbreiten sich sowohl Glück als auch schlechte Laune sehr schnell innerhalb von Freundeskreisen oder kleinen Gemeinden. Auch sehr persönliche Haltungen, wie beispielsweise der Entschluss, mit dem Rauchen aufzuhören oder ein Hang zu Übergewicht, können ansteckend sein. Eine Studie des Fachblattes PNAS belegt nun, dass dieser Effekt auch in der virtuellen Welt zu finden ist. Für die Studie warfen die Forscher einen genaueren Blick auf die Timeline von Facebook. Die besteht aus Status-Updates von Freunden, Postings von Firmenseiten und auch vereinzelten Werbeanzeigen für den Nutzer. Knapp 700.000 Facebook-Mitglieder waren Teil dieses Experiments. Davon bekamen 310.000 eine Woche lang einen manipulierten Newsfeed angezeigt. Bei 155.000 Mitgliedern wurde die Zahl der glücklichen und positiven Postings reduziert. Bei fast genauso vielen wurden wiederum die negativen Beiträge verringert. Etwas über 300.000 weitere Probanden dienten als Kontrollgruppe, bei denen die Timeline nicht verändert wurde. Der Effekt zeigte sich schnell. Die Zahl der Postings bei den Probanden mit manipuliertem Newsfeed sank insgesamt um knapp 3%. Die Mitglieder verfassten mehr positive Beiträge, wenn sie weniger negative zu sehen bekamen. Weniger stark, aber ebenfalls merkbar posteten auch die, die weniger Positives zu sehen bekamen, mehr negative Beiträge. Zwar bewegen sich die Unterschiede nur im Bereich von unter 1%, aber hochgerechnet auf die hunderten Millionen Mitglieder, die Facebook mittlerweile nutzen, betrifft dieser Effekt eine große Zahl von Menschen. Das Ergebnis zeigt jedoch, dass Facebook denselben sozialpsychologischen Bedingungen unterliegt wie Freundeskreise im realen Leben. Einer der drei Autoren der Studie, Adam Kramer, ist übrigens Mitarbeiter von Facebook. Ohne ihn wäre dieses Experiment nicht machbar gewesen. Bereits im März war er an einer ähnlichen Studie beteiligt. Hier wurden mehr als 1 Milliarde Postings ausgewertet. Besonderes Augenmerk legten sie damals auf Beiträge, die bei schlechtem Wetter geschrieben wurden. Nicht nur die Stimmung der Mitglieder bei regnerischen Bedingungen wurden messbar beeinflusst, sondern auch Freunde und Bekannte aus sonnigen Gebieten bekamen schlechtere Laune. Diesen Effekt könnte man sich gerade in Ländern, die sich in einer Krise befinden, zunutze machen. So würde man die Stimmung verbessern und möglicherweise sogar die Wirtschaft und Produktivität des Landes ankurbeln. Bisher wird dieser Aspekt allerdings noch nicht regulär im Filtersystem der Timeline genutzt. Lediglich die Menge der angezeigten Posts wird reguliert. Wie findet ihr die Idee der emotionsgesteuerten Timeline? Und welche Gefahren seht ihr darin? Schreibt uns das mal in die Kommentare. Hier geht's noch zu zwei emotionsgeladenen Videos. Unter mir könnt ihr abonnieren. Zu freudigen Nerdstuff geht's hier zu Texcalibur und alle Social Media Links und die Links zu unseren Kanälen in der Videobeschreibung. Ja, das waren die Was geht ab Shorts und wir sind raus. Okay.